Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Stand Alone. Zu zweit. Boah, zu zweit. Da war. Oh! Hast du es gerade gesehen? Ja. Richtig. Richtig Styler. Freestyler. Siehst du, weißt du, was noch fehlt für ein Auto? Einer, der alles überschlägt. Von Kapazität, Geschwindigkeit und Grip. Oder ein Hammer. Nein, Trabant. Trabant. Ey, komm, das wäre cool. Mit Gepäckträger. Boah, ja, siehst du, Fahrrad. Oh, das wäre geil. Das Licht flackert wie Sau. Ja, weil du hast noch deine Kopflampe an, ne? Nee, die habe ich extra ausgemacht. Die habe ich ausgemacht, warum leuchtet die? Da war ich schon. Achso, das meinst du vorhin. Und wieder einstellen. Hui. Kam gerade ein Zombie, glaube ich, oder? Mhm. Stehen schon wieder mehrere auf der Straße, Alter. WTF. Ja. Das Hui. Das Respawn, das ist hier nicht ganz so. Oh, fall du mal. Oh Gott. Hier müssen wir nicht. Also, die haben echt mehr Zombies. Mein Auto ist ausgegangen. Sprit ist alle. Oh. Zum ersten Mal. Wie geil. Aber warum? Keiner, der verliert Übelsprit? Scheiße. Und ich kann jetzt auch nichts machen. Du müsstest mal einmal an der Seite dran vorbeifahren oder dann natze ich sie. Oh, es sind super alle, passt ja. Ja, halt mal an, bitte. Danke. Alter. Also hat der auch anscheinend eine Macke. Irgendwas war schon wieder ruiniert, habe ich gerade gesehen. Sei mal ruhig, sei mal ruhig. Zombie? Weil bei dir müsste auch noch einer so. Alter, ja, der stand schon so nah. Ja, halt's Maul, Alter, wo bist du? Wow, hab ich so neu getroffen? Jetzt geht doch mal Licht an. Oh, ich muss nachladen. Ist das geil, Alter. Scheiße, ja, scheiße ist mit deinem Auto jetzt. Ja, das heißt, wieder zurückfahren und Auto umtauschen. Ich denke immer, dass ich nach jedem Schuss jetzt nachladen muss. Aber ich kann ja zwei miteinander schießen. So. Ja, dann müssen wir wirklich mal auftanken, dann muss ich mit dem anderen weiterfahren. Kacke. Dann hat der irgendwas weg hier. Das geht viel zu schnell. Hoffentlich ist das hier nicht Standard irgendwie bei den Fahrzeugen. Oh nee, das wäre ein bisschen zu heftig. Scheiße, Mensch. Gott, schon wundert einfach alles ausgegangen. Oh, ein Zelt. Echt? Ja, ein blaues Farbe. Naja, ist egal. Zelt ist Zelt. Das wäre echt cool, wenn die wirklich noch diese improvisierten Zelte einfügen würden. Vielleicht sind sie, aber haben wir doch noch nie ausprobiert, oder? Also durch das eine Video nicht, das sind nämlich von irgendwelchen Typen, also nicht von den Machern direkt, sondern von Scheiß, wo du alles ausprobieren kannst. Komm her, da, kannst gleich machen. Segen? Achso. Oh, die Fahrertür. Oh, die Fahrertür. Ich meine... Ja, aber halt nicht in der richtigen Farbe. Doch! Ja, jetzt, ja, aber dann müssen wir das Auto schon komplett in Rot haben. Alter, ich komme hier nicht. Aber ist schon geil. Ja. Den in Rot, das sieht bestimmt richtig nice aus. Jetzt nur die Frage, wie lange der Sprit jetzt hält. Ja, wie weit ist er bei dir jetzt schon runter? Dann müssen wir die auch schon wie normal, wie stinkt normal. Ja, deswegen, dann backt der hier irgendwie rum jetzt, so wie damals der andere. Hier ist nochmal die Olga-Tür hinten links in weiß, die kriegt man da aber nicht gegriffen. Wo die liegt. Achso, ich habe eine Pistole in der Hand. Ah, die brauchst du, glaube ich, eh nicht. Hinten links? Ja. Einer hat neu gefehlt, ja, das genau müsste die links. Fahrertür eigentlich gewesen sein bei dem anderen Auto. Du bist ein anderes Auto. Das sieht echt nice aus, ey. Krass. Oh ja. Wenn der komplett ist, ey. Hä, warte mal, ich bin umgedreht, ich wollte gerade sagen, hä? So
So, können wir gleich ins nächste Dorf und hoffen, dass du noch ich Sprit hast. Ich brauch Sprit. Hä? Ja, ich brauch Sprit. Achso, hast du gar ja. Füll auf. Mach doch. Ich dachte, das hast du längst gemacht, wo ich hier gelootet habe. Nee. Wasser, Benzin. Oh, ein Jutebeutel. Das ist ein Jutebeutel. Ich glaube, wir können Schlange einen herstellen, oder? Kann sein. Ich tanke erstmal nur die Hälfte des Kanisters drin, ne? Mal gucken. Von meiner Solo aus kannst du komplett vollhauen. Da kannst du auch nochmal eine Tankstelle machen. Okay, hier liegt nichts drin. Das ist enttäuschend. Ach, LKW, wo bist du? Ist so, mobiles Haus einfach. Ich tank doch alles rein. Ja, einfach. Vielleicht finde ich ja nochmal einen Benzinkanister. Weil die wollten, die, ich habe beide kaputten extra mitgenommen. Damit ich die dann tauschen kann. Mhm. Irgendwie finde ich gerade keinen. So, ich bin jetzt fertig. Okay, ich komme zurück. Ich stelle das Auto auch schon mal um. Ich habe eindeutig wieder heute zu viel getrunken. Da muss wohl jemand strullern. Jetzt würde ich mal eigentlich dieses Rumgeschrei von dem Vieh folgen. Aber ich traue mich nicht. Nachher ist er wirklich. Na, ein Bär ist das nicht. Bär macht ja nicht solche Geräusche. Macht nicht. Quief, 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 quief. Kliff, kliff, kliff. Hä? Wohin willst du jetzt fahren? Ich dachte, wir fahren jetzt irgendwie wieder zurück. Warum? Eben zur Tanke oder so. Alter, diese Scheiße. So hab ich den umgedreht. Ich hab da gesagt, ich drehe um. Was hast du nicht gesagt? Na. Quietsch. Alter. Klick. Das wollte ich jetzt machen. Einsteigen und losfahren. Nee. Irgendwas wollte ich gerade machen. Taschenlampe aus, Taschenlampe aus, Taschenlampe aus. Genau. Genau. Alter, wie viele Zombies hier liegen, Junge? Was hast du hier gemacht? Ey, es ist stockenduster jetzt, ne? Es wird, also dunkel hat was noch nie im Spiel. Also, seitdem wir spielen, sag ich mal so. Okay, alter Spiel, man sieht in die Richtung gar nichts. Ist das eklig, Junge. Okay, es ist wirklich stockenduster. Das ist jetzt so eine Nacht, die ist dunkel. Wieder schlimmer in Macht, sowas, ey. So scheiße ist das. Ach, mich stört das nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde das irgendwie geiler. Ach, wenn man nicht zieht, bringt das nicht. Wie in real life. Ich meine, realer wie das Spiel geht gar nicht. Ich meine, hallo, die Autos spawnen und wackeln und so rum. Die machen Damage beim Aussteigen, du. Pff. Steig mal aus meinem Auto aus, Junge, dann fühlt ihr erstmal ein Bein. Alter Schwede. Da muss ich kurz gucken. Ne, links. Warte. Junge, bremst, Alter. So, wir müssten jetzt hier sein, ne? Bei 10, 4, 8, 9. Perfekt. Bitte folgen Sie mir. Auffällig. So, hier hinten kommt die ganz, ganz, ganz dolle Kurve. Hast du Schlagseite? Nö. Das sah aus, als wenn die hinten rechte Seite runterhängt, ey. So, Vorsicht, hier bremsen, bremsen, bremsen. Hier bin ich ja richtig rumgedriftet. Ja, ja, ja. Genau so.
Ach, stell mal vor, hier wärst du richtig schnell reingepellt in die Kurve. Ich glaube, da wäre nichts mehr mit dem Auto. Gut, ich blute nicht mehr, mein Blut ist immer noch fast leer. Oh, das hier, ey! Wie eng machen die Scheiße hier, Alter? Hä, hey, wieso ist das? Was? Ist doch nicht eng. Natürlich. Wenn das Ding hin und her rutscht, ist das eng. Guck mal, die. Ich muss auch mal auf uns eher machen, wa? So, jetzt mach ich auch mal Licht an. Ja, das ist schon besser mit Licht, ne? Wow. Warum hat... Okay. Ich brauch noch mal eine Batterie unbedingt. Ja? Ja. Pistolentaschenlampe. Hat die Licht drin? Nee. Hier ist eine SK sogar. Ah, nee. Ah, ja, hier liegt auch eine SG 5K. Hm. Ah, die normale SK, das Gewehr davon. Nee. Die ist eigentlich auch ganz geil. Du, was? Ja, ich bin auch ganz geil. Momentan. Ganze Schreibtisch voll gekotzt. Volle Schissen. Lecker. Lässt einfach das Licht an hier. Kriegst du Backpfeife, sag ich dir. Ich muss mal wieder dran gewöhnen, dass eine Fahrertür dran ist, ey. Stopp. So, Kopflampe ausgeschaltet und weiter kann's gehen. Du hast auch deine Kopflampe noch an. So. Muss jetzt stürzen. Alter Schwede hier. So, und hier wieder Stopp. Wie voll ist denn dein Sprit noch? Ein bisschen unterm Viertel. Von? Ein bisschen unterm Viertel. Von? Von der Hälfte? Von ganz voll? Ach, ganz voll war der nicht mit dem einen Tank. Nee, ja, das war vielleicht ein bisschen drüber noch. Also jetzt, also läuft das jetzt eigentlich wieder ganz normal, oder wie? Ja, ich hab da jetzt gerade nicht so drauf geachtet, die ganze Zeit. So eine böse Mädchen. Jo, meine Batterie ist anscheinend gerade alle gegangen. Von der Kopflampe? Ja. Achso, ja gut, ich wechsle meine ständig aus. Meine Batterie immer wieder, wenn ich eine finde, wechsle ich die aus. Ich habe momentan auch keine dabei. Das ich habe Gott sei Dank mich. Vorhin eine gefunden, das passt nämlich. Ah, die sind trotzdem noch makellos. Ob man die irgendwie aufladen kann? Weiß keine Ahnung. Halt mal deine Zunge ran, wie voll die noch ist. Noch doller! Irgendwie, wenn man das irgendwie mit einem Generator macht oder so? Oh, weiß ich nicht. Also eigentlich, nein, also dafür brauchst du immer einen Adapter. Ja, ist ja ein Spiel, ne? Oh. Was denn jetzt schon wieder? Naja, das sagst du immer. Naja, es ist doch nur ein Spiel. Was aber auf Realismus aufgebaut ist. Nein. Dann dürfte es ja keine Zombies geben. Ich bin Zombiejäger. Zombiejäger, sowas gibt's gar nicht. Hast du schon mal jemals in deinem Leben einen Zombie gesehen? Nein. Bitteschön. Ja. Gern geschehen.
Wie schnell gehen jetzt hier die Dings noch schneller leer, die Knicklichter? Nö, ist doch komplett voll. Ich hab noch mal die von die Schrotflinte. Mit irgendwelchen Aufsätzen, oder? Die kann nichts, ne. Achso, nee, die kann ja gar nichts, ne? Und noch ein Brusthalfter. Aber das brauche ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Das können wir eh nicht über die Weste. Oder warte mal, wir haben doch jetzt das Ding an. Geht das? Nein, das geht auch nicht. Okay, die Sturmweste auch weg. Also unnötig. So. Sind das hier Pilze? Austern? Beschädigt, getrocknet, roh. Wächst häufig ein bisschen, sofern richtig zubereitet wird. Hast du okay. Austern gefunden? Ja, Austernseitling, das sind Pilze. Achso. Achso, ach nein, ja, nee, ja. Austern gibt's ja auch im Meer. Das meinst du. Gerade wundert, will er denn mit Austern, Junge? Eine gute Austernsoße machen. Oh, fuck, hier sind viele Zombies. Austernsoße. So, erst habe ich direkt weg. Geil. Gut. Kann ich die nachher zersäbeln? Ach ja, ist einer und ist auch gefunden. Du kannst machen, was du willst. Kannst ja auch ein Po. Naja. Ich säbel die beide und nehme jeweils eine in einer anderen Hand. Also jeder in einer Hand. Also. Das wäre geil, wenn das gehen würde. Würde ich dir sogar erlauben. Ah nein, das ist doppelseitiges Klebeband. Das wäre auch realistisch, dass das geht. Aber geht ja nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du den Rückschuss halten würdest. Ja, aber wie ist ein Pistol? Ja. Oh, mein Kampfmesser ist demoliert schon. Junge. Oh, hier steht ein Fass. Ja, das muss mit. Viel Spaß am Herschleppen. Fuck. Warum steht jetzt hier ein Fass? Ausgerechnet hier ganz oben. Naja, gut. Dann mal los. Auto, ich komme. Hast du noch so viel Platz im Auto? Stimmt. War ich schon drinnen überall? War ich schon im Haus hier links? Nee. Also von mir aus links? Gut, da kannst du nochmal hineingehen. Das war dein Haus. Wie meine? Achso, von unten da. Von der Base da. Geil! Nee, so geil ist das nicht. Es hat nur 1000 Tür. Hier ist ein Teddybär drinnen! Pinker mit einem roten Herz drauf. Pinker? Ja, ein Pinker. Richtig leuchtend pink? Eigentlich schon. Krass. Ich nehme mal mit. Ist ja Neonpink. Ne, heißes Pink so. Heißes Pink. Was in dem Haus da vorne? Nee, nee. Doch. Da habe ich hier Schrift in der von. Im Grün, ja. Oh, Alter, ich schluck auf. Oh, so. Na, da. So. Oh, ist das geil. Brian. Das ist Brian, der Daddy Bear. Wow. Kommt der nicht nochmal an eine Tankstelle jetzt irgendwie mal? Ich hoffe es. In dem daneben warst du auch schon, ne? Ja. Da ich den Nequatitee hier irgendwas da. Oh, na, na, scheiß. Also ich hoffe, dass wir jetzt gerade leicht sofort noch einen weißen finden, dass du einfach umbaust. Das wäre geil. Ja. Also das zumindest in Rot. Wow, aber hier können wir trotzdem stehen bleiben. Was ist genervt? Oh, hier liegt schon wieder Metall. Essen trinken sieht gut aus, die Uhrzeit sieht auch gut aus. Naja, jedenfalls die Aufnahmeuhrzeit. Warum ist er sonst nicht weiter? Ist er behindert? Oh, hier ist auch nur irgendwie leichte Wanderschuhe, das war's. So, jetzt steht die Nadel fast gerade nach links. Also schon wieder rot. Ja. Eine weiße
Motorhaube für den Lader. Oh. Nein. Aber sie ist so weiß. Okay, das ist krass. Hoho. Junge. Hast du so viel Platz? Aber bei mir wird schon eng. Stimmt nicht. Vor allem, wenn du das Fass angeknallt hast. Ah. Oh, doch, doch. Der hat ja mehr Platz. Das ist ja das Gute. Der weiß jetzt, dies oder? Ist ja das Gute, ja. Ja. Und da wir jetzt auch drehen können. Ah, ja, gut, stimmt. Das macht einiges nochmal. Ja, ja. Turn to the left. Ah, da sind schon wieder ganz viele right. Zombies. Juhu! Lass mich in Ruhe! Schwing okay. Hier! Klick! So, da unten jetzt noch 2-3 Häuser. Inklusive Zombie umfahren. Dann sind wir hier mit dem Dorf scheinbar auch schon fertig. Das war, glaube ich, nur so ein kleines. Aber wir müssen dann gleich wieder umdrehen und da oben dann unbedingt dann andersrum fahren, ne? Okay. Scheiße. Komm schon. Na, hier sind ein paar Zombies. Und ein Brunnen. Oh, Zombie-Lappe. Alter. Die haben irgendwie mehr Zombies gemacht, ey. Ja, das ist... Oder ist das nachts jetzt so? Das wäre scheiße, dann würde ich nachts doch nicht mehr spielen wollen. Tagsüber sieht man die wenigsten. So, ich bin hinter dir. Das ist ein Maultricksvieh. Ja, macht der noch keinen Schaden. One hit. Not. Na, hinten kommen noch mehr Häuser, dann rechts über der Brücke hoch. Ja, gut. Mhm. Oh. Wieder so ein sinnloses Haus. Achtung, sinnlos. Wieder ein roter Leuchtstab. Achtung, rot. Portage ist rot. Ach, da stehst du gerade im Haus drin. Oh, verdammt. Ach, da. Cool. Cool. Warte, was? Oh, noch ein Zelt. Jawohl. Wieder ein blaues. Ja. Naja, klar, hier findest du, glaube ich, keine Militärzelte. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, was ist, aber auch willkürlich in irgendwelchen Häusern gefunden. Denn es auch damals die zwei. Ja? Ja. Bist du hier unten bei dem LKW reingegangen? Bei dem Laden? Ja. Ja. Guck mal, Alter, der müsste nur fahren können. Tja. Sieht doch voll scheiße aus, das Ding. Scheißegal. Obwohl es auch irgendwie wieder was hatte, ich weiß auch nicht. Das Ding hat dann 4 Reifen, 5, 6 Reifen sogar. Läufst du nach da unten? Oder nach da? Ich laufe ich halt. Wollte ich eigentlich nicht laufen, ich fahre nur mit Auto hin. Obwohl, nee, ich, ach, nee, wenn wir lassen uns zusammenbleiben, dann beide in irgendeine Richtung fahren. Ist mir gerade auch so, ja. Braucht man noch Wasser? Ist da ein Wassertank? Ich guck mal, ob der voll war. Oder weißt du das gerade zufällig? Heavy. Weil hier gerade ein Brunnen ist. Achso, nee, ist voll, das Wasserding. Ja, gut. Da fehlt nur ein bisschen, also jetzt nicht. Guck mal, das Zelt hättest du schon mal drehen können. Da hättest du schon mal viel mehr Platz unten wieder. Boah. Ich sortiere ihn oben bei dir, das geht ja gar nicht. Das Zelt kannst du drehen, weil ich habe noch ein Zelt dabei. So, das dahin, das dahin. Jetzt hast du wieder Platz. Zack. Und noch ein Zelt. Und ein... Geil. Halt, Jutebeutel drehen. Und das passt perfekt rein. So muss das sein. Alter, ich will den jetzt in Rot haben, ey. Ja. Oh, vor allem, der muss wieder alles in Rot suchen. Den kannst du hier umstehen lassen. Kannst du hier umstehen lassen. Macht Licht aus und dann... Ja. Wir fahren, hier müssen wir sowieso wieder zurück. So. Alter, du hast dein Licht auch noch an deine Kopflampe, ne?
Oh. Weil ich habe meine auch noch an, das flackert jetzt gerade richtig. Und das leckt gerade irgendwie ganz schön. Ja, die kannst du mir hier rauslassen hier oben. Jetzt hätte ein bisschen runterfahren können oder so. Ach ja, naja. Huni findet man jetzt hier, ey. Huni? Muni. Achso. Muni! Oh, ein Hund so als Begleiter wäre auch geil. Mhm. Oder eine nordafrikanische Bellkatze. Mhm. Ein Apfel! Oh, geil, hier liegt eine Metallsäge. Wo ist die Schrotze? Ah, nee, die ist ja oben im Auto. Ach, dann gleich, ja, gut, klar. Gleich auseinandersägen, das Drecksding. Bist du nächstes Haus reingegangen? Gleich, direkt? Ich weiß nicht, welches du warst, deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, ob ich jetzt... Nee, ich war direkt im ersten, hier ist das rote direkt am Anfang gewesen. Nee, ich hab Türen auf, sage ich mal. Ja, ich lasse immer die Türen alle auf. Dann geh ich unten in die Garage. Ich geh in die Garage hier! Ah. Oh. Bitte. Ja. Da geh doch ein. Mist. In die Richtung ist nix weiter. Meine Patscher sind kalt. Das ist doch nicht geil. Mach dein scheiß Licht aus. Du Unterzicke. Unterzicke. Na los, mach den Motor an. Na, hast du fein gemacht. Sprit alle. Nö, das ist auch Lied komplett normal. Ich hatte doch noch einen dabei, scheiße. So, das müsste hier... Alter Schwede. Ganz, ja, genau. Und das hatte ich mal extrem mit dem Weißen und dann bin ich noch dreimal gedreht. Das war so geil. Ja, hätte ich jetzt weiterhin Gas gegeben, wäre es wahrscheinlich ja, weiter ja, passiert. Genau, genau. Okay, es war geil. Trotzdem, nein. Du Unterzicke. Eine Messerscheide braucht man nicht noch eine. Ja. Also, dann kriegst du... Nur, ja, so ein Lager, das weiß ich ja nicht. Zwei Stück. Ich glaube, ich habe nur eine noch. Ja, kannst du von mir noch eine haben, weil die gehen eh nie kaputt, bislang. Ja, bislang. So, warte. Jetzt sind wir gerade hier. Da liegt das gute Stück. Du willst es doch nicht etwa kaputt machen. Doch, und das war sogar nicht die erste. Oh, es geht sogar. Oh. So, ihr guckt jetzt live zu, falls ihr noch dabei seid. Wie ich die Waffe gerade einfach zersäge in Einzelteile. Hä? Ach, warte. Geh mal zurück ein bisschen. Geil. Alter, wie perfekt. Etwa 3 Kilo, immer noch. Wow. Wow. Gut, das hätte mindestens gedacht. Die Hälfte weg sein müssen. Na gut, nicht unbedingt abgesägtes die Hälfte. Abgesägtes BKW, das ist geil. Nice. Dein Licht aus, steig ein. Ja, erstmal probiere ich nochmal die auf den Rücken nehmen kann. Axt wenn nicht, weg. Wenn nicht, wäre es echt scheiße. Oh, doch. Gott sei Dank. Nice, Alter. Ist halt eigentlich eine ziemlich sinnlose Waffe, ne? Mit 2 Schuss. Ah, gut. Aber das ist halt auch so ein Anfangsding, wenn man das anders gefunden hat. Ja. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Genauso wie, wenn nachher dieser Derringerin kommt. Das ist ja auch nur so ein 2-Schuss-Teil. Oder hier die BK-18. Das ist ja noch schlimmer. Ja, gut, da, ja, gut. Alter, du hast auch dein Knicklicht an, oder? Ja. Boah. Hast du sogar schon wieder gleich 2-3 Stück gefunden. 2 rote und ich glaube mal ein weißes. Ha, ich kann auch nichts mehr im Inventar beim Fahren. Nee. Als Beifahrer. Ja, naja. Eigentlich egal. So. Boah! Alles schon wieder spawned, Alter. Ja. Scheiße. So. Voll die ich weiß das gerade gar nicht, ob hier noch irgendwas war. Ah, ich glaube, das waren die Häuser hier rechts, die ich vorhin gesehen habe, wo wir gerade schon drin waren. Ja, da unten geht's auch noch weiter. Da unten ist auch noch mal das Kaff dann. Rechts. Ja, aber das ist egal. Ach, da! Da geht doch die Straße lang. Geht doch rechts rum. Ich dachte, du fährst jetzt da runter. Oh, da kommen die ganzen Zombies.
Die haben uns, die verfolgen uns ernsthaft immer noch. Ey, ist das nachts irgendwie heftiger einfach nur? Letztes Mal war es auch nicht so doll. Ja, stimmt eigentlich auch, ne? Ja, denk dann, dass wir nachher wieder hoch müssen, ne? Mit dem Auto. Ja. Hä, waren wir nicht hier gerade? Ich wollte gerade sagen. Wow, was war das denn heute? Scheiße. Ab zu unserem Auto. Ja. Gut. Wir verschanzen uns in ein Haus. Ne, wir machen das hier unten. Hier unten waren nämlich keine Zombies und unser Auto. Halt. Oh. Du kannst aussteigen. Ich mach nur das Licht aus. Ja, ich wollte eigentlich gerade rübersteigen, aber nee, wenn du. Ja. Hammer. So. Guckst du. Dann. Schnell rein, Zombies. Schnell rein. Die kommen, ja. Komm rein hier schnell. Gut. Oh. So, gut, dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt auch nach oben und schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.